Schreiben bin ich schon relativ früh gekommen, eigentlich schon in der Volksschulzeit. Also ich habe, soweit ich zurückdenken kann, immer gern gelesen, gern geschrieben, habe dann sehr früh schon begonnen, auch eigene Bücher zu basteln, eigene Geschichten zu erfinden. Was mich im Schreiben grundsätzlich interessiert, sind Beziehungen jedweder Form. Also auch schon im ersten Buch Ich bin, was Beziehung, vor allem Beziehung zwischen Mann und Frau, darin angesiedelt, dann auch Themen wie Abschied, Verlust, Vergänglichkeit, Tod. Im zweiten Buch Okasan, meine unbekannte Mutter, war es dann das Thema Mutter-Tochter-Beziehung. Im jetzigen Buch Ich nannte in Krawatte die Beziehung Freundschaft zwischen zwei Männern. Ich denke, dass der Aspekt der Verantwortung im Buch ganz besonders wichtig ist. Der Punkt, wo dieses Ich kann nicht mehr des jungen Hikikomori zu einer Frage wird, ganz am Schluss, wo er sich fragt, was kann ich tun? Was kann ich im Einzelnen tun? Was kann ich im Kleinen tun? Was lässt sich da erreichen? Und das ist ja dieser ganz enorme, große Schritt, den er da leistet, raus aus seiner Verkrochenheit hin auch zum Nächsten, zum Anderen, dass er überhaupt zulässt, dass jemand anderer in seinen Blick gerät zum Beispiel, dass er überhaupt ein Gegenüber wahrnimmt. Ich glaube nicht, dass es Menschen braucht, die sich nicht schämen können. Also ich glaube, dass die Fähigkeit, sich zu schämen, eine sehr wichtige Fähigkeit ist. In dem Moment, wo man sich schämt, wo man Scham empfindet, weiß man im Normalfall, dass man etwas falsch gemacht hat und man trägt dann auch den Wunsch in sich, das, was man falsch gemacht hat, wieder gut zu machen oder beim nächsten Mal besser zu machen. Also ich glaube, dass Scham eine sehr treibende Kraft sein kann und eine sehr transformatorische Kraft sein kann.